Kennst du noch diesen nostalgischen Sound der Wii U? Ich hab's vermisst. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und heute gibt es eine Runde Wii U. Wir spielen Super Mario Maker 1 auf der Wii U, bevor die ganzen Online-Services abgeschaltet werden. Nee. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört. Anfang April werden die Online-Services für Nintendo 3DS und Wii U abgeschaltet und deswegen dachte ich mir, dass wir die Online-Level, die noch in Mario Maker 1 verfügbar sind oder neue, die jetzt irgendwie reingekommen sind, nochmal zocken, bevor es die nie mehr wieder geben wird. Oh mein Gott, ist das eine krasse Nostalgie, Leute. Wir sind drin in Super Mario Maker 1 für die Wii U 2015 erschienen und ich spiele hier mit diesem knobeligen, komischen Wii U Gamepad. Es ist zu wild. Falls du nie eine Wii U gehabt hast und entsprechend Mario Maker 1 auch nicht, hier nochmal die Spielehülle für euch. War eigentlich ziemlich, ziemlich nice gemacht. Hinten auch noch die Themes. Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World und New Super Mario Bros. U. Kein Mario 3D World oder so, das gab es natürlich in Teil 2. Und da gab es damals auch noch so ein geiles Artbook. Ich hatte irgendwie die Deluxe Edition mir geholt. Hier gibt es dann so ein Artbook, wo dann einiges aufgelistet ist. So einige Zeichnungen. Ich zeige euch einfach mal hier so ein bisschen Konzept. Eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes, aber ziemlich süß. Und wir gehen rein in Spielen, nicht bauen. Und das Krasse hierbei ist, oh mein Gott, wir haben eine 10 Mario Herausforderung. Also ziemlich minimalistisch gehalten im Vergleich zu Mario Maker 2. Und das Krasse hieran ist, da müsst ihr jetzt mal aufpassen, ich habe in Mario Maker 1 tatsächlich Level von mir selber. Ich habe damals Level gebaut. Ich habe in Mario Maker 2 ja kein einziges Level gebaut. Und mein Profil sieht ja ganz komisch aus. Schaut euch mal das mir an da oben. Und ich muss mich korrigieren. Ich habe doch keine hochgeladenen Level. Und das ist ein Level, dem ich einen Stern gegeben habe. Spike Race Hard von Killer. Wir gehen direkt mal rein. Ich war Weltrekord. 32 Sekunden haben wir da eben gesehen. Ich glaube, ich habe es verdeckt. Falls ja, tut es mir leid. Einer von 352 Versuchen, soweit ich das richtig gesehen hatte. Gehen wir mal rein. Natürlich sind hier dann viel weniger... Oh mein Gott, ich bin jetzt schon gestorben. Natürlich sind hier dann viel weniger Elemente vorhanden als in Mario Maker 2. Ich glaube, die Mehrheit von euch wird Mario Maker 2 haben und auch schon mal gespielt haben. Okay, hier müssen wir anscheinend abspringen, okay. Und man hat natürlich hier viel weniger Möglichkeiten. Irgendwie kann ich mich daran erinnern. Wie kann das sein, dass ich mich an dieses Level erinnern kann? Das ist Mario Maker 1. Yay, Stelle geschafft. Was musste ich denn da bitte machen? Ey, das ist ätzend. Ich gehe ins nächste Level rein. Okay, Leute, jetzt befinden wir uns in der Kategorie beliebte Level. Mario Kart Speedrun Easy, da bin ich gespannt von Pedritopin. Ah, hier hat man Mario Kart im Prinzip. Joa, geht ein bisschen ab hier, ne? Ich glaube, die Bitrate wird hier auf YouTube gerade ein bisschen verkacken, sag ich mal. Tut mir jetzt schon mal leid. Einfach nur Autismus das Level. Oh mein Gott. Ich sprinte auf jeden Fall die ganze Zeit nur. Okay, funktioniert. Okay, okay, wo ist das Ziel? Ich bin gesprungen, ich hoffe, das war nicht verkehrt. Aber... Nee, ich musste auf die Zeit achten. Ach nee, oder wir sind einfach schnell genug und gehen ans Ziel. Genau. Andere spielen diese Level, auch interessant. Terrorism. Er trägt auf jeden Fall erstmal einen Stern von mir. Einer der letzten Sterne, die ich jetzt hier vergebe in Mario Maker. Weil ich glaube, nach dem Video werde ich das Mario Maker 1 nie mehr wieder anfassen. Okay, Leute, gehen wir jetzt in Ghost Chaos rein. In Mario Bros. U-Style von Luigi aus dem Jahr 2018 war, glaube ich, Abschlussrate 26%. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das war wieder ein krasses Gefühl, Mario Maker 1 zu spielen. Ohne Witz. Und, ey, man merkt auch, wie ätzend die Grafik ist, ne? Und diese grafische Umsetzung. Ich glaube, ich weiß, warum ich generell so lange kein Mario Maker mehr gespielt habe, weil ich bin ja total schlecht im Spiel. Okay, wir haben hier einen Stern mal wieder. Oh mein Gott, diese Pump-Dinger. Alter, wie schlecht ist das grafisch umgesetzt? Wir haben gerade eben einfach Bowser getötet. Stern brauchen wir hier. Ich glaube, oh mein Gott, sind das viele Geister. Boah, mit dem Gamepad zu spielen ist auch echt gar nicht mal so geil. Ich habe gar keinen Stern mehr. Wo hätte denn noch... Wo war denn noch ein Stern? Ich brauche bitte einen Stern. Okay, ich sprinte jetzt einfach mal. Boah, wie viele One-Ups zu kriegen. Oh mein Gott. Ja, ja, das war schon das Ziel. Alter, wie der Buhu ritt. Der Buhu ist einfach in der Lava gestorben. Habt ihr gesehen, wie das ausgesehen hat? Don't press anything one. Das sah ziemlich interessant aus. Und da können wir mal ein bisschen chillen. Wir hatten zwar bisher nur irgendwie so Speedrun-Level und sowas, wo man gefühlt nichts machen muss. Aber es war damals echt schon sehr innovativ, so Level, wo man nichts machen musste, wo man sich halt selber fortbewegt hat, die Elemente genutzt hat, die im Spiel entsprechend vorhanden waren und das dann umgesetzt hat. Das war richtig krass damals. Und das war's. Ach, hier wird man noch ein bisschen getrollt. Hier denkt man, okay, jo. Habe ich es vielleicht doch nicht geschafft, aber dann, ja. Und dann kann man natürlich rechts nicht weitergehen. Das war damals irgendwie, ich fand das immer ziemlich witzig, wegen dem, wenn man da ein Trampolin platziert, dass man da nicht weitergehen kann. Aber heutzutage ist es ja, es ist einfach nichts Krasses mehr, glaube ich. Dash, Spin, Jump. Ich glaube, wir müssen ständig, ach, schau mal, Leute, irgendwie, Alter, das war ja krass. Oh mein Gott, das Konzept, oh mein Gott, Alter, das kommt mir gerade komplett neu vor. Ah, ich kann natürlich keinen Wandjump machen. Ich glaube, ich muss hier einen auf den machen. Alter, wie geht das überhaupt? Dass man dauerhaft auf der...
Wie geht das? Sein Donker, ey. Seit wann war das so machbar? Aber ich glaube auch nicht unendlich lang, ne? Ah, guck mal. Nicht unendlich. Ah, ich hätte nicht springen müssen. Aber es ist schon ein geiles Konzert, aber ich habe keinen Bock mehr. So, Leute, kommen wir langsam zum Ende. Und zwar neue Level. Da bin ich am meisten gespannt, was hier jetzt für Level rauskommt und von wann die sind. Da bin ich wirklich richtig gespannt. Keine Daten! Ist es noch machbar, Level hochzuladen im Mario Maker überhaupt? Wir sind jetzt gerade im Level-Baumenü und ich habe hier zum Beispiel einen auch ein Amiibo. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, das ist einfach so ein Anniversary Mario Amiibo. Sie ist eigentlich ziemlich nice. Irgendwie klappt das gerade gar nicht. Ach, jetzt hat es funktioniert. Das war irgendwie im Nachhinein. Das war ja nur so eine Anzeige gerade. Und jetzt haben wir einfach einen Riesenpilz bekommen. Geil! Ich habe hier noch so einen Donkey Kong Amiibo. Mal schauen, was daraus kommt. Ja, dann kriegen wir den Affen. Komm, wir sind jetzt mal der Affe. Okay, meine lieben Freunde, so sah das damals aus, wenn man irgendwas genommen hatte. Da tun wir zum Beispiel jetzt mal den Affen rein. Hier tun wir jetzt einfach mal so ein Sprungding hin. Und mit der Zeit konnte man auch immer mehr Elemente freischalten. Ihr seht gerade, ich habe echt wenige Elemente. Wir nehmen hier auch Münzen. Boah, ich bin sehr komplett ungewohnt, Level zu bauen. Aber wir lassen es mal kurz dabei. Ich bin jetzt kein Profi. Wir gehen... Oh, guck mal, auch Maribus und Maribus hier. Nur die zwei Styles und nur diese Themes. Das war richtig minimalistisch. Musste man mit der Zeit alles freischalten. Okay, spielen. Und ganz wichtig, Leute, ist auch noch, bevor man Level hochladen konnte, musste man es natürlich auch immer selber schaffen. So, hier kriegen wir jetzt mal... Donkey Kong! Nice, und das ist, glaube ich, ein ziemlich easy Level. Das ist, glaube ich, das Tutorial-Level. Rushen wir mal schnell durch. Hier schon das Ziel. Jetzt laden wir es hoch und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Oh mein Gott, Leute, ich habe es gefunden. Ich bin jetzt gerade im Speicherbord drin und bei dem hier ist cool. Wir gehen auf Hochladen. Ich glaube, das kann man so hochladen. Muss das Level erst selbst... Ich habe es doch abgeschlossen. Okay, Leute, Moment der Wahrheit. Vorbereitung. Das Hochladen von Leveln ist nicht mehr möglich. Wir wünschen dir jedoch weiter viel Spaß beim Spielen. Bereits hochladen Level, das erklärt einiges. Ja, Leute, es ist wirklich eine Tragödie. Das Hochladen von Leveln ist einfach nicht mehr möglich. Aber ich habe es euch mit diesem Video hier bewiesen. Fazit, man kann sagen, ihr habt nichts verpasst. Mario Maker 1 muss nicht unbedingt sein. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert eure Meinung zum Video und teilt das Video gerne. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und danke an die Member nochmal. Habe ich beim letzten Video vergessen zu sagen. Dankeschön für euren Support. Klickt auch nochmal auf das Video, das jetzt hier kommt, denn das ist ein wunderschönes Video, würde ich nie im Leben verpassen. Haut rein, auf Wiedersehen.